Servus und willkommen zurück zu Russian Fishing 4. Ich stehe an der Position 70, 87 und man sieht schon 19 von 100 Fischen im Kescher. Ist nicht gerade viel. Ja, an der Position Rotaugen, Brassen auf Zugmücke. Und Offerbrei. Die Güste ist mir ziemlich am Anfang auf die Nacht reingegangen, auf Regenwurm. Ja, ein Kaulbarsch. Und das war's an der Position. Da ist nicht viel gegangen. Jetzt bin ich. Ich weiß nicht, ob das noch. Ja. Genau, hier Eintagsfliegenlarve, Perlgrappenbrei, Haferbrei, ja, und die zweite Position ist gleich hier rechts gewesen, da kann ich bloß sagen, Karausche und Barsche, da ist so ziemlich wenig reingegangen, wie man sieht. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe jetzt bloß die zwei Spots gemacht. Ja, also erster Spot ist Rotaugen ganz gut. Zweiter wird für die Barsche ganz gut sein. Ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht weit ausgeworfen. Immer bloß von der Grundroute 30%, also 5 bis 7 Meter irgendwie sowas. Mal schnell essen. Ja, gut. Also beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir noch einen richtig schönen Spot finden. Okay. Jetzt nicht viel verkaufen. Karausche habe ich plus 2. Das ist eine sehr schlechte Ausbeute gerade. Gerade mal ein bisschen über 20 Silber. Sehr, sehr schlecht. Ja gut, ich habe auch nicht so lange geangelt, aber 23 Silber für eineinhalb Stunden angeln ist schon echt wenig. So, den nächsten Spots sind dann da waren wir hier einmal 64,87. Und vielleicht hier 61,88. Und dann kommen die letzten Spots. Einmal hier 58,91. Und dann hier an der Brücke 55,93. Dann sind wir beim Moskitosee durch. Da hinten mache ich nichts. Da könnte man vielleicht Frösche fangen. Aber ich habe gerade keine Fliegen, die könnte ich mir kaufen, aber muss ich mir noch überlegen. Na gut, das war's dann wieder. Es ist eine sehr kurze Folge diesmal. Aber trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.